Für den Aktivisten und Buchautoren Emmanuel Mbolela ist die aktuelle Migrationsbewegung aus Afrika Richtung Europa untrennbar mit der Kolonialisierung Afrikas im 19. Jahrhundert durch den europäischen Imperialismus verbunden. We are here because you were there. Hallo, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a une carte. Et je vois déjà la République démocratique du Congo. Et moi, je viens de ce grand pays qui est au centre de l'Afrique. Wie man hier eben schon sehen kann, hier ist eine Karte vom Kongo. Ich komme aus diesem riesengroßen Land im Zentrum des afrikanischen Kontinents. Et plus précisément ici, à Mbujimayi. Mbujimayi, c'est une ville diamantifère. C'est connu comme capitale mondiale des diamants. Und ich komme aus der Stadt Mbujimayi, hier im Zentrum von Kongo. Das ist eine Stadt, die ist sehr bekannt für den Reichtum an Diamanten. Alors, ce grand pays qui est le Congo a une histoire. C'est-à-dire qu'en 1885, ce grand pays, c'était pendant la conférence de Berlin qui a eu lieu ici en Allemagne, ce grand pays a été confié au roi Léopold II de la Belgique, qui a pris ce pays et qui a considéré cela comme sa propriété privée. Ich möchte nun zunächst zurückgehen in die Geschichte des Kongo. Der Kongo wurde im Jahr 1885 bei der Berliner Afrika-Konferenz hier in Deutschland einem europäischen König übertragen als Privatgeschenk, und zwar König Leopold II. Von Belgien. Et pendant la conférence de Berlin, c'était ici en Allemagne, comme je l'ai dit, le roi Léopold II a dit qu'il prenait le Congo, qu'il partait au Congo pour amener la civilisation, qu'il partait au Congo pour une mission humanitaire. Mais quand il arrive au Congo, ce n'était plus question de la civilisation, ni encore des missions humanitaires, mais c'était par contre un système de violence qu'il va instaurer. König Leopold II. Hat zunächst behauptet, dass in den Kongo gehen würde mit einer humanitären Mission. Die Zivilisation dorthin zu bringen, das war also das, was den Leuten glauben machen wollte. Aber als hier angekommen ist im Kongo, war sehr schnell klar, dass eigentlich gänzlich andere Ziele verfolgt hat, und hat sich daran gemacht, ein sehr brutales System der Repression und der Ausbeutung aufzubauen. Et pourquoi ce système était instauré? C'est parce que à l'époque, quand le roi Léopold II est arrivé au Congo, cela coïncidait aussi avec la révolution industrielle ici en Europe et surtout dans les domaines de l'automobile. Et à l'époque, on avait besoin d'une matière première qui était rare à l'époque, c'était le caoutchouc qui a aidé pour la fabrication de pneus gonflables qui a beaucoup révolutionné les domaines de l'automobile. Ihr wisst ganz bestimmt, dass zu dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, in Europa die industrielle Revolution stattgefunden hat, und für diese industrielle Revolution brauchte man große Mengen an Rohstoffen. Für König Leopold II. War vor allem der Rohstoff Kautschuk sehr, sehr wichtig und interessant. Mit ihm konnten Autoreifen hergestellt werden, und hat sich nun daran gemacht, hier in den Kautschukwäldern die Menschen auszubeuten. Alors pour extraire les caoutchoucs, le roi Léopold II envoyait la population, envoyait les gens dans la forêt pour travailler à la cueillette des caoutchoucs, et il le faisait travailler dans des conditions inhumaines, et pour même pas pour les payer, mais tout ce travail, c'était considéré comme un impôt que la population congolaise devrait payer. Die Arbeitsbedingungen waren sehr, sehr schlimm, sehr, sehr hart. Oftmals hat man nicht mal einen Lohn bezahlt, sondern diese Arbeit wurde sogar angesehen als eine Art Steuerverpflichtung der Kongolesen. Et celles qui n'arrivaient pas à atteindre la quantité de caoutchouc qui était exigée, le roi Léopold II allait jusqu'à couper la main de ces gens pour intimider les autres et les pousser à travailler davantage. Um ein allgemeines Klima der Verunsicherung, der Angst zu schaffen, ist man also so weit gegangen in diesem System der Ausbeutung, dass Menschen, Arbeiter und Arbeiterinnen sogar die Hände abgehackt wurden, wenn sie nicht genug gearbeitet haben. Alors, c'était ça, comme je le dis souvent, la civilisation que le roi Léopold II avait apporté au Congo. Also so hat in Wahrheit dann die Zivilisation ausgesehen, die hier mit König Leopold II. In den Kongo gekommen ist. Alors, en 1908, il y a le Parlement belge qui a voté une loi qui reprenait le Congo, c'est-à-dire que le Congo devenait officiellement une colonie de la Belgique. Im Jahr 1908 hat dann das belgische Parlament für ein Gesetz gestimmt, das den Kongo unter offizielle belgische Kolonialherrschaft gestellt hat. Alors, selon la loi du Parlement, c'était aussi pour corriger les violences que le roi Léopold II avait commises au Congo.
Und mit diesem Gesetz hat man nun behauptet, dass man die Fehler korrigieren würde, die Menschenrechtsverletzungen korrigieren würde, die während der Zeit von König Leopold II. Hier vorgefallen sind. Mais quand l'administration belge arrive aussi au Congo, ce n'était plus question de corriger ces violences, mais c'est par contre l'intensification de ces mêmes violences. Das hat aber leider überhaupt nicht gestimmt. Diese Menschenrechtsverletzungen und diese Gewalt haben überhaupt nicht aufgehört. Sie haben sich sogar noch intensiviert. Pourquoi? Parce qu'on avait découvert à l'époque des gisements de minerais ici aussi du Congo dans la province du Katanga. Et pour exploiter ces minerais, on avait besoin de main-d'œuvre. C'est ainsi que l'administration coloniale faisait encore travailler les gens dans des mines dans des conditions inhumaines pour les payer dans un salaire de misère. Denn man hatte nun im Süden des Landes, im Süden des Kongo, zusätzlich zu dem Kautschuk, das es also schon gegeben hat, hat man nun auch noch Bodenschätze gefunden. Man hat Minen gegraben und die Menschen in diesen Minen unter brutalsten Bedingungen ausgebeutet und schuften lassen. Et ceux qui revendiquaient les meilleures conditions de travail ou bien le salaire, c'était par contre les chicottes qu'on leur donnait. Wenn sich die Menschen beschwert haben, bessere Arbeitsbedingungen gefordert haben, einen besseren Lohn, dann hat man, ist man diesen Aufforderungen nicht nachgekommen, ganz im Gegenteil, man hat die Menschen oftmals dabei bestraft. Alors que tout ce qui avait comme revenu des terres premières, comme c'était aussi à l'époque des caoutchoucs, tous ces revenus étaient exportés vers la Belgique, alors qu'au Congo, il n'y a rien qui est resté là-bas. Im Kongo blieb nichts von diesem ganzen Reichtum, sei es Kautschuk, Bodenschätze und so weiter. Alles wurde transferiert nach Belgien gebracht. Im zweiten Teil der Dokumentation geht es um die Ermordung der Symbolfigur der Unabhängigkeit des Kongo, Patrice Lumumba, und um die bis heute anhaltende neokoloniale Ausplünderung des Landes. Wer sich über die aktuellen Kämpfe für die Rechte der Geflüchteten und für Organisationen des transnationalen Widerstands informieren möchte, dem empfehlen wir die Webseite von Afrique Europe Interact.